Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Und wir müssen. Geil. Und wir müssen erstmal zur Hauptmission kommen, oder ich denke mal, dass wir die Hauptmission machen. Würdest du mal bitte hier hochgehen? Na, jetzt. Sorry. Letzte Folge war sehr gut. Ein Gangquartier, was Level 5 ist, haben wir ausradiert, auch wenn wir erst Level 2 sind. Und ich glaube, ich habe noch gesehen, dass ich noch einen Fähigkeitspunkt hier habe. Ist allerdings nur einer, also müssen wir mal schauen, was ist das hier? Schlechter 1, das ist eher Jacob bei mir. Einschüchterung, gefangen genommen, Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Oh, okay, also die versuchen auch zu entkommen teilweise. Erstschlag, greifen Sie einen Gegner an, kurz bevor dieser den Kampf einsteigt, um signifikanten Schaden zu verursachen. Das ist bestimmt eigentlich relativ gut für Jacob auch. Was ist das hier? Pfeifen. Schleichsteuerung, ja gut, das hat jeder ja schon so auf eine gewisse Art und Weise. Plündern. Plünderer 1 ist, glaube ich, mit Eevee bei mir auch recht hoch. Also ich plündere ja mit ihr mehr als mit... Sie haben ein neues Level erreicht. Nice, Level 3. Sehr schön. Das hört man gerne. Was ist hier unten? Multi-Hinrichtung. Okay. Soweit habe ich schon... Okay. Ah ja, genau, jetzt kann ich hier weitere Fähigkeiten freischalten. Hier unten. Kollisionen führen zu weniger Schaden, verlangsamen sie nicht mehr so stark beim Fahren. Revolverheldin. Oder Held, aber Heldin bei ihr. Schleichen 2, das werde ich als nächstes machen wahrscheinlich. Messermeister. Ah, okay. Das ist auch recht sinnvoll für sie. Ja, das ist, es gibt so viel, was man mit ihr aufleveln sollte. Zugsafe ist fast voll, okay. Haben wir denn irgendwas gekauft? Ich glaube nicht. Doch. Ah, ich komme mal zu euch rüber. So. Oh, da ist der Knüppelpolizist. Den machen wir mal lieber nicht. Ich nehme mal hier so eine Kutsche. Hätte ich mal ganz gerne. Ja. Morgen, kommst du mal durch. So, das sind wir schon. So, den Pferdewagen lassen wir mal weiterfahren. Wir gehen erstmal hier zur Mission. Pressefreiheit, ja genau, Pressefreiheit. Sequenz 3. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starix Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Eevee Fry und ihr Bruder Jacob. Oh, Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. So was hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen.
Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an Ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Fry. Oh, nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Nice. Miss Fry, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Sie sollten. Ja, was soll ich? Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Fry, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Nice. Dann gehen wir mal. Drücken Sie R, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante R, um seit großen Freiräume zu erwinden. Das klingt doch sehr schön. Okay. Probieren wir das mal hier im Kleinen aus. Ja, damit ist man um einige schneller oben. Ich werde mal kurz den Aussichtspunkt hier synchronisieren hier oben. Darauf hatte ich nämlich eigentlich gewartet, dass wir das mit diesem Grapple-Hook da bekommen. So, und synchronisieren. Nice. Also hier auf der Tempest ist so einiges los. Ich werde mal jetzt hier nicht runterspringen, sondern mal einen leichten Abgang hier machen. Wir müssen ja schließlich hier die Verbindungen reparieren. So, das war's anscheinend schöne schon. Aussicht. Kann ich es hier? Ja, drüber. Okay, ich kann also auch sofort aufhören. Das ist alles etwas, okay. Ah, ich muss hier runter. Nein, die machen natürlich keinen Todessprung runter. Nein, ich wollte das hier. Nein, ich wollte damit interagieren, hallo. Ah, jetzt. Sehr schön. Hätten wir das auch gemacht? Alles klar. Oh,
Oh, ein Helix-Glitch haben wir aufgesammelt. Okay, mit diesem Grapple Hook ist es wirklich sehr einfach, hier hochzukommen. Ist aber auch irgendwie angenehm, weil teilweise in London sind auch weitere Strecken, die man irgendwie überwinden sollte. Ich will keinen Todessprung machen. Kann ich da... Ah, ich muss da runter erstmal wieder. Dann müssen wir mal hier rüber. Der Grapple Hook lässt sich aber auch sehr gut bedienen, muss man mal zugeben. Auch wenn das jetzt hier ein bisschen unlogisch wird, aber okay, macht ja nichts. Ah, da hinten ist Westminster Abbey, sehe ich gerade. Jetzt müssen wir hier hoch, erstmal. So, hier ist noch so ein Kasten. Sehr schön. Das sollte reichen. Und jetzt, okay, mit Bell reden. Der wahrscheinlich der Telefonerfinder. So genau kenne ich mich da auch eigentlich nicht aus, aber naja. Hier haben wir mal einen kleinen Überblick. Drüben ist Westminster Abbey. Hier House of Parliament mit Big Ben, Themse, da hinten steht dann das London Eye heute, also heutzutage. Hinten ist dann St. Paul's und wenn man jetzt hier weiterfährt, da lang, dann ist da hinten irgendwo Tower Bridge, glaube ich mal. Wenn ich jetzt mich hier richtig orientiere. So, wir wollen aber erstmal wieder zurück hier runter. Ja. Uiuiui. Unten sind auch noch Wachen. Wir müssen mal so eine Wache machen. Oh, Level 7er Wache. Oh. Oh, okay, das war doch nicht so eine gute Idee. Okay, die Wachen sind noch ein bisschen heftig. Okay, sind wir Level 7er Wache, wir sind Level 3. War vielleicht jetzt auch ein bisschen zu viel des Guten. Mit Jacob hätte ich es vielleicht schon eher geschafft, weil er mehr reinhauen kann, aber... Ah, jetzt sind wir direkt auf dem Big Ben gespawnt, das ist natürlich interessant. Genau das wollte ich. Nicht so direkt, aber okay. Kann ich jetzt hier einfach... Okay, halt mir fest, das würde ich jetzt auch echt nicht unbedingt machen wollen, auch wenn ich Grapple Hook habe. So, jetzt sind wir wieder unten. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. So, den Rest machen wir besser in der nächsten Folge. Und daher bis dahin erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge.